Was gab es Neues im Mai 2023? Für sogenannte Kissen lassen sich die Formen von nun an auch auf Basis eines Stichmaßes und des Innendruckes finden. In den Parametern der Flächensatzlast muss hierfür der Durchhang als Formfindungsdefinition gewählt werden. Mit dem modalen Relevanzfaktor MRF wurde in R-Stab 9 eine neue Kenngröße eingeführt. Mit Hilfe dieses Faktors können Versagenszustände identifiziert und nachgewiesen werden. Lange erwartet war das Add-on Push-Over-Analyse, was nun mit Version 65 eingeführt wurde. In den Push-Over-Analyse-Einstellungen wird vorgegeben, wie die Lasten gesteigert und wann der Abbruch der Berechnung erfolgen sollen. Große Neuerungen gibt es auch für das Add-on-Gebäudemodell. Decken werden geschossweise zu starren Deckensätzen zusammengefasst. Diese werden intern 2D berechnet und die daraus resultierenden Auflagerkräfte werden an das 3D-Modell zurückgegeben. Ebenfalls neu für das Gebäudemodell sind Wandscheiben und wandartige Träger. Nach der Wahl von Flächen oder Flächenzellen werden automatisch Querschnitte gebildet, die dann weiter bemessen werden können. Seit letztem Monat können den Bemessungsauflagern im Holzbau Vollgewindeschrauben als Verstärkungselemente für den Querdruck zugewiesen werden. Diese können beim Nachweis Druck rechtwinklig zur Faser helfen. Alle weiteren geplanten und bereits eingebauten Features sind wie immer im Extranet aufgeführt.